Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video. Ja, und zwar wollte ich am Anfang erstmal sagen, ich hatte euch ja gesagt, ich kann keine also keine Videos machen von Spielen, die man so quer spielen muss, also nicht so wie das hier, sondern die man quer spielen muss, sondern ja, das war ein bisschen gelogen, weil mit der Videobearbeitung, ab womit ich meine Videos immer bearbeite, also was heißt immer bearbeite, womit ich die Videos bearbeite, damit kann ich das Video nämlich drehen. Das heißt, ich kann Spiele auch nehmen, so Fersen, und kann die dann auch richtig hochladen. Also, ja, werden da damit auch mal gute Comments finde. Und, ja, ich wollte euch mal fragen, wie ihr so die Videobearbeitung findet, weil das letzte Video, was ich hochgeladen hatte, das war von, das hieß glaube ich kein Blitzbrigade und dann irgendwas Stack-Spielvorstellung oder so hieß das. Da habe ich ein bisschen bearbeitet und ja, ich wollte euch einfach mal fragen, wie ihr das generell findet, wie ich die Videos so bearbeite, ob ihr mal sehen wollt, wie ich die bearbeite und ja. Aber ich denke mal, ich werde die Tage mal ein Video hochladen, bearbeiten und ja, hier haben wir jetzt mal ein kleines Spiel, das ist schon ein großes Video, sondern nur ein kleines Video machen, und zwar zum Beispiel Knife Dash. Da habt ihr halt hier so ein Rad und da habt ihr, wie ihr seht, 10 Messer noch, und die müsst ihr dann halt durch Tippen dahin werfen und wenn möglich erstmal die Münzen einsammeln, und wenn er jetzt ein anderes Messer trifft, dann hat er verloren. Kann ich euch mal zeigen, wenn ich jetzt so ganz schnell mache, wo das getroffen habe ich verloren, muss ich das nochmal neu machen. Also wie gesagt, ich muss immer wenn möglich die Münzen treffen, weil ich gerade sehr gut hier gemacht habe. Und ja, hier unten habt ihr noch ein freies Geschenk, habt ihr da ein paar Münzen. Wie ihr seht, alle 4 Stunden habt ihr dann ein freies Geschenk. Und ja. Link zu dem Spiel packe ich mal in die Videobeschreibung. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch Videos habt oder beziehungsweise Spiele, wovon ich Videos machen soll, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Und ja, würde mich auch freuen, wenn ihr mal ein Feedback zu den ganzen Videos gebt und wie das mit den Schneiden so ist, ob euch das so gefällt oder ja. Ich habe nicht nur eine Endcard und vorne eine Card, also heißt kein Intro und kein Outro, sondern als Intro ist dann nur so ein Bild wie mein Name, und als Outro steht dann da halt liken und abonnieren oder irgendwas steht da. Da wollte ich euch einfach mal fragen, ob ich irgendwie so ein Intro dafür entwerfe, weil es anfangs auch so kein Intro läuft und nicht einfach nur das Bild da ist, aber wie gesagt, könnt ihr mal in die Videobeschreibung packen. Ach, genau, könnt ihr in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr in die Kommentare bitte schreiben. Ja, Link von dem Spiel werde ich euch mal in die Videobeschreibung packen. Ich denke mal, das Video wird jetzt am Mittwoch oder Donnerstag hochkommen. Nee, ich glaube Mittwoch. Dann wird Freitag wieder das nächste Video kommen, wenn ich Zeit habe. Ja, doch Freitag wird das nächste Video wieder kommen. Und ja, wie gesagt, schreibt doch mal bitte, wie ihr das findet, wie ich die Videos bearbeite. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.